Kritik an der RTL-Nacktshow Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies, hat der Medienbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen Markus Breuer geübt. In der Serie treffen sich mehrere Singles in einem Südseeparadies, nackt wie Gott sie schuf, so RTL. Das Paar, das sich findet, kann dann auf einer Insel der Liebe herausfinden, ob es füreinander geschaffen ist. Auf Anfrage der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte Breuer, die Sendung will in einer erkennbaren Inszenierung vermitteln, dass es hier um Gefühle und die große Liebe geht. Die Protagonisten werden allerdings auf Bauchmuskeln und Brüste reduziert. Das christliche Menschenbild werbe jedoch dafür, den Menschen nicht auf das Äußere zu beschränken. Zudem berühre Nacktheit das Schamgefühl vieler Zuschauer. Laut Breuer spielt die Sendung mit den Namen Adam und Eva, ohne auf die biblische Bedeutung einzugehen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber bekennt sich beim täglichen Sport zum christlichen Glauben. Im sozialen Netzwerk Instagram dokumentiert der 40-jährige Politiker mit einem Foto, dass seine neuen Laufschuhe auf den Laschen den Aufdruck Jes und 40,31 tragen. Es handelt sich um die Kurzangabe einer Bibelstelle. Im alttestamentlichen Buch des Propheten Jesaja heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Protestant Tauber läuft eigenen Angaben zufolge fast jeden Tag und hält seine Eindrücke auf Twitter fest. Der US-Prediger Arthur Blessed hat am vergangenen Freitag Berlin besucht, um mit einem Kreuz das Brandenburger Tor zu durchwandern. Schon 323 Nationen bereiste er mit seinem Kreuz. Ich erinnere mich daran, als ich 1981 nach Deutschland zu einer Evangelisation ins Olympiastadion kam. Ich war einer der Sprecher vor Zehntausenden versammelten Menschen. Nach der Rede hob ich das Kreuz empor und betete, dass die Mauern fallen würden, um das Kreuz auch in all die osteuropäischen Länder tragen zu können. Blessed hat mehr als 60 Millionen Kilometer zurückgelegt. In Berlin war er bereits zweimal. 1989 waren mein Sohn Joshua und ich in Leipzig, als die Mauer in Berlin fiel. Nachts fuhren wir auf die andere Seite zum Brandenburger Tor. Aber es war immer noch abgezäunt und die Polizei stand dort, um die Leute davon abzuhalten, durch das Tor zu gehen. Für Blessed ist das Brandenburger Tor ein Symbol für Freiheit und Frieden mit Gott. Es zu durchwandern war schon lange ein Wunsch des Predigers.